kommen wir nun zum Beitrag von Dieter Dehm. Er hat eine interessante Schlagzeile, nämlich die RAF 3 will die Ampel deportieren. Naja, das ist wahrscheinlich bezogen auf diese neu aufgetauchte linksradikale Gruppe, die einen Anschlag aufs Tesla-Werk vollzogen hat. Aber ich bin gespannt. Ich habe mir die Sendung wie üblich nicht angeschaut. Deswegen bin ich selber gespannt, was Dieter Dehm uns jetzt mitzuteilen hat. Mich, wie es sein kann, dass plötzlich nach ganz, ganz vielen Jahrzehnten ein RAF-Mitglied wiedergefunden wird, wenn es so praktisch in den Kalender passt und gleichzeitig dann der Anschlag auf eine Fabrik bei Berlin passiert, die als erste grüne RAF-Aktion dann geframed wird. Du sagst, RAF 3 wollte die Ampel deportieren. Ja, das ist natürlich ein satirischer Satz und ich bin eigentlich auch gar nicht traurig drüber, dass ich jetzt am Ende mich ein bisschen kürzer fasse, weil ich die Diskussion eben für doch zentraler halte als das, was jetzt meine Schlagzeile anbetrifft. Vielleicht noch ein kleiner Nachschlag. Ich habe einen lustigen Satz gelesen. Frau Baerbock ist zwar für Propaganda zuständig, sie hat keinen Klumpfuß, aber sie hinkt dennoch ihrer Zeit hinterher. Fand ich ein ganz hübsches Bonmot. Will ich nicht drauf verzichten. Manchmal ist es besser, einen guten Freund zu verlieren, als eine gute Pointe. Also am 27. Februar, nahe einen Tag nach der Festnahme von Daniela Klette, hat der Deutschlandfunk den ganzen Fake News, die da um Reichsbürger und Umsturzpläne und die Waffen, die in den Rollatoren versteckt waren, noch eine Krone aufgesetzt mit der Formulierung in die aktive Zeit, man lasse sich die Formulierung auf dem Hirne zergehen, in die aktive Zeit der dritten Generation der RAF fällt die Ermordung von Alfred Herrhausen und Detlef Rohwedder. Hier wird nicht gesagt, die haben die ermordet, sondern die aktive Zeit, was bei, ich sag mal, 95% aller Zuhörer des Deutschlandfunks so ankommt, die haben die ermordet. Wie war das ganze Ding abgelaufen? Ein Kesra Beros, das ist ein Mann, der bei der ARD einen Podcast unterhält mit der Eigenwerbung. Es seien ihm nicht um Hot Takes gegangen, sondern um Deep Dives, also um der hat also einen Anruf bekommen von jemand, der auf einer Party war, bei der auch Daniela Klette war, und die soll ganz stolz in dieser Party ihr Fahndungsfoto hochgehalten haben und gesagt haben, das bin ich. Und dann hat er dieses Fahndungsfoto von ihr auch bereitwillig in die Hand bekommen, das dann diesem Kesra Beros von der ARD übergeben, und der hat, oh Wunder, dann einen Zufallstreffer gelandet, denn es war zufälligerweise auch gerade Bellingcat in der Nähe. Das ist ein US-Spionageunternehmen, was gleich auch einen Gesichtsfahndungsabgleich hat vornehmen können. Und somit ist es dann dazu gekommen, dass dann im Tagesspitzel der Sicherheitsexperte Frank Jensen vermelden konnte in der Newsletter-Zeitung Checkpoint, dass diese Verhaftung auch dazu führt, dass die Rote Hilfe, das ist nun was ganz anderes als Frau Klette, dass die Rote Hilfe wohl die ganze Zeit diejenige war, die die Frau Klette geschützt und in diesem Bauwagen unter fürstlichen Umständen hat ihr Bonzen-Dasein dann leben lassen. Ich meine, sie war, glaube ich, nicht im Bauwagen. Die hatte die Wohnung in Kreuzberg in der 5. Etage, die Frau Klette. Ich habe auch gelesen, sie wäre auch nicht dabei. Ist auch wirklich nicht so ganz entscheidend. Entscheidend ist jedenfalls, dass sie dann wohl zwei Leute verhaftet haben, die dann wieder freilassen mussten, weil das nicht die beiden waren. Aber die Formulierung, der möchte ich gerne mal auf die Spur kommen, in einer Zeit, in der man eben sowohl die Reichsbürger als auch dann Frau Klette, in deren Schrank man umsturzfähige Waffen, die Ampel jederzeit mit einer Massendeportation überzogen hätte, also Waffen, mit denen man eben dann sofort Frau Baerbock und Herrn Habeck und Herrn Lauterbach und Herrn Pistorius sofort hätte in eine Massendeportation bringen können. Diese Waffen sind also gefunden worden von Frau Klette. Und dann kommt diese Vulkantruppe, die offensichtlich auch eine neue linksterroristische Bedrohung der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Das alles in einer Zeit, in der wir wirklich bedroht sind, wie die eben geführte Diskussion, glaube ich, ganz gut zeigt. Ich will nur zum Abschluss zwei Anmerkungen sagen zu der Ermordung von Herrhausen. Die ist direkt bei mir vor der Haustür passiert. Ich lebte damals in Bad Homburg am 30.11.89. Das war also für damalige Verhältnisse hochqualifizierte Sprengfalle, mit der sein für solche Anschläge vorbereitetes gepanzertes Auto in die Luft gejagt wurde, Alfred Herrhausen. Und das soll damals Hand in Hand, die Stasi, die war schon aufgelöst, 1989, also am 30. November, mit dieser dritten Generation der RAF vollzogen haben.
Alfred Herrhausen war derjenige, der die dritte Welt entschulden wollte. Der einzige Chef der Deutschen Bank, dem man sowas wie ein menschliches Gesicht hat unterstellen können. Jemand, der Reformpläne für den Finanzmarkt hatte, bestimmte Einschränkungen für Investitionsbanken und Tätigkeiten entsprechend hatte. Und ausgerechnet der soll von der Stasi in einem Zeitpunkt, als die Stasi gerade die letzten 3-4 Monate darüber geredet hat, wie der Stasi-Oberst X seine Yacht, die er irgendwo in der Ostsee hatte, retten konnte vor den Bürgerrechtlern, und der Stasi-Oberst Y sagt, ach, sag mir doch mal, wie kann ich denn das machen? Ich habe auch ein Auto noch irgendwo, wie kann ich das in Sicherheit bringen? Also die waren nur alleine darauf bedacht, wie sie einigermaßen mit heiler Haut aus dieser ganzen Umwandlung da oder der ganzen Auflösung der Stasi haben rauskommen können. Ich musste mich zwangsläufig mit diesen geheimdienstlichen Dingen der Stasi befassen. Also ein Bild der hellaufen Verzweiflung. Und in der Situation sollen die eine Kaderorganisation gehabt haben, die Arm in Arm mit Frau Klette und ihren beiden Kumpanen damals diese hochintelligente Sprengfalle gegen einen, also wirklich, es gibt viel, viel Schlimmere, die auch noch gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Zum Beispiel Herr Abs, der Auschwitz, den Auschwitz-Kreditvertrag für die Deutsche Bank unterschrieben hat, dass Auschwitz überhaupt gebaut wurde, inklusive Gaskammern und Krematorien, das war ihm alles bekannt. Der lebte noch. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der 94 erst gestorben, 89 war dieser Anschlag. Und ausgerechnet heraus wird da erschossen. Dann kommt Rohwedder. Und ich empfehle allen, die jetzt Freunde der guten Literatur sind, Wolfgang Schorlau, Die blaue Liste. Das ist ein Roman von einem Krimi-Autor, der mehrfach verfilmt wurde und der ein wunderbares Rechercheteam hat. Also mit hochbegabten und erfahrenen Rechercheuren, die für die ZDF-Dokumentabteilung lange zuständig waren, als sie dann Widerworte hatten, im Zuge der Woken Neuzeit entlassen wurden. Dieser Wolfgang Schorlau hat damals nachgestellt, bis ins Detail, wie der Mord an Rohwedder, der ja am 1. April 91 war, stattgefunden hat, und ist dahinter gekommen, dass dies nur unter Einbeziehung entweder des Bundesnachrichtendienstes oder des Verfassungsschutzes möglich gewesen ist. Dieser Scharfschuss konnte nicht von jemand, der noch nicht schießen gelernt hat, der wurde ja dann am Ende verdächtigt, geführt worden sein. Und es wurde ein Handtuch gefunden von dem einen RAF-Mann, der da in Bad Kleinen dann erschossen wurde. Und dann später wurde aber rausgekriegt, dass der das gar nicht gewesen sein konnte. Also nur zum Fake ist ein Handtuch liegen gelassen worden mit einem Bekennerbrief, der übrigens auch bei Aldo Moro, als der im Auftrag des CIA in Italien ermordet worden ist, von den Roten Brigaden verfasst worden sein sollte. Also Wolfgang Schorlau macht in seinem Buch, den ich dringend empfehle, Die blaue Liste, klar, dass Rohwedder in einem Machtkampf in der Treuhand war. Gegen ihn stand Birgit Breuel. Die war für absolute Abwicklung aller Ostbetriebe. Die war dafür, dass alles platt gemacht wird, was Exporte nach Russland und in andere osteuropäische Staaten und Abnehmer dann eben auch umsatzbringend für diese Ex-DDR-Betriebe gemacht hatten. Und Frau Breuel war dafür, platt machen, während Herr Rohwedder dafür war, so viel wie möglich von denen zu erhalten. Und den Begriff Sanierung ganz anders ausgelegt hat. In diesem harten Kampf, wo es um Milliardenumsätze ging, wo einige Konzerne in Westdeutschland sich schon die Finger gerieben haben und schon der Geifer aus den Lefzen gelaufen ist, wie sie aus ostdeutschen Betrieben eine verlängerte Werkbank für ihre Konzerne machen konnten. Genau in dieser Zeit hat Detlef Rohwedder, Sozialdemokrat, eine ganz andere Position vertreten. Und dann wird ausgerechnet er erschossen in seinem Arbeitszimmer. Unten waren die Fenster schon gesichert. Oben das eine Fenster war nicht gesichert. Und das wusste ein Dilettant, der noch nicht mal schießen gelernt hatte und den Schuss dann abgeben sollen, mit jemand anders, auf dessen Spur man bis heute angeht. So wie Dieter Dehm das hier alles erklärt, klingt das schon sehr, sehr seltsam. Also das sind sicherlich Herrhausen, Rohwedder Fälle, zu denen man sich nochmal erinnern sollte. Noch nicht gekommen ist. Ich weise nur darauf hin, beides sind ganz offensichtlich Lügen, die dafür da sind, jetzt abzulenken von den eigentlichen Gefahren. Und wieder einmal auf ähnlich wie bei den Reichsbürgern, ähnlich jetzt wie bei der Vulkantruppe, die da dieses Elektrohaus da, dieses Mast da in die Luft gesprengt haben, den Blick in eine ganz andere Richtung zu lenken. Und ich bin sehr dankbar, dass es noch Autoren gibt wie Wolfgang Schorlau. Ich stimme nicht in allen Fragen überein, der aber in dieser Frage, auch in dem NSU-Komplex übrigens, da hat er auch einen verfilmten Roman drüber geschrieben, mit seiner Recherche bloßgelegt hat, mit großer Wahrscheinlichkeit war es nicht die dritte RAF-Generation, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit waren es unsere Geheimdienste. Da fällt uns John F. Kennedy ein, da fallen uns viele andere ein. Und wenn man das sagt, ist man natürlich Verschwörungstheoretiker. Ich bin froh, dass es einen solchen Theoretiker einer Verschwörung gibt und dass er Wolfgang Schorlau heißt mit seinem Rechercheteam, und kann das nur empfehlen. Weder Rohwedder noch Herrhausen sind nach meiner Überzeugung von der Stasi in Arm mit der dritten RAF-Generation erschossen worden. Ich bezweifle ohnehin, dass es die gibt. Ich bezweifle die ganzen Geschichten, die hier stattgefunden haben, und ich halte es für gut, dass wir ein waches Auge behalten, weil diese Propagandamaßnahmen sind genau die Orchestrierung der eigentlichen Maßnahmen, über die wir vorher in der ersten Teil unserer Sendung, wie ich finde, sehr nachdenklich und hoffentlich auch nachdenken auslösend diskutiert hat. Das ist ein interessanter Beitrag. Dieter Dehm vermutet hier, dass diese Vulkantruppe, die Festnahme von Daniela Klette, dass das jetzt von relevanteren politischen Themen ablenken soll. Ist eine interessante These, würde ich erstmal sagen.
Und was wir mit den letzten 3 Jahren sicher sagen können, Dieter, ist, dass das, was du da vorträgst, leider, leider mehr als plausibel ist und sehr begründeter Zweifel, denn das ähnliche Handeln haben wir ja erlebt. Kevan, wenn du die Geschichte schon da abschließen möchtest, dann gebiete das letzte Wort dir. Wir haben ansonsten schon genug. Da fragt gerade einer im Chat, der klare Putschversuch, der Reichsbürger war ein Fake. Also ich habe da jetzt nicht jedes Detail verfolgt. Aber mit einer legal besessenen Waffe und ein paar Dosen Ravioli das politische System in Deutschland zu beseitigen, also dass das ein paar Rentner oder zumindest Leute, die im Rentenalter waren, dass die das mit diesen Mitteln auch nur irgendwie eine Chance dazu hatten, halte ich doch für etwas unrealistisch. Also mit den Mitteln wären die nicht mal zu einem Putschversuch imstande gewesen. Also für einen Putschversuch, da brauchst du Kontrolle über Teile der Verwaltung. Da brauchst du organisierte, bewaffnete Banden, die wirklich es zumindest temporär mit dem Staat aufnehmen können. Und wie gesagt, du brauchst Leute im Staatsapparat. All das hatten die. Also guckt euch reale Putsche an, also oder reale Putschversuche. Nehmt in der Türkei den jüngsten Putschversuch gegen Erdogan, nehmt 2014 Maidan, Ukraine. Das waren nicht ein paar Rentner mit einer legalen Schusswaffe und ein paar Dosen Ravioli. Das war schon ein bisschen mehr. Noch beigetragen diese Woche zum Ungemach und schlechter Stimmung, aber bitte. Derjenige, der da geschossen haben soll oder beraten haben, es kann nur der Halbbruder von Oswald gewesen sein. Das ist für mich eine vollkommen klare Sache. Die andere Geschichte, der Ben Rohwetter, der eben. Du meinst nur, dass unsere Zuschauer, weil wir sind ja eine letzte Generation. Oswald, Avidi Oswald war der angebliche Mörder von John F. Kennedy, wo aus 3 unterschiedlichen Richtungen die Kugeln gekommen sind. Aber ein Täter nur. Und der wurde ja dann kurz danach auch erschossen. Genau, kann man alles auf dem Zapruder-Film nochmal nachsehen, dass Kennedy sich selbst erschossen hat, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber dass eben Rohwetter gesagt hat, okay, wir wollen die Verbindung zu Russisch-DDR-Betrieben, die wollen wir halten. Das passt ganz gut auch, warum Herrhausen abgeräumt wurde, weil du hast gesagt, er wollte die dritte Welt entschulden und das Finanzsystem reformieren. Das wäre jetzt noch egal gewesen, aber das wird gerne vergessen. Er wollte vor allem das russische Gasgeschäft mit deutschen Geldern übernehmen und machen. Das wissen viele nicht. Also er war auch dabei, Röhrengeschäfte und Gasgeschäfte. Er wollte auch die Sowjetunion weiterfinanzieren. Also die Sowjetunion war gerade schon nach dem Scheitern von Gorbatschows marktwirtschaftlichen Reformen am Untergehen. Nationalismus wurde immer stärker. Sie drohte zu zerreißen und Herrhausen hat in dieser Situation der Sowjetunion von Seiten der Deutschen Bank weitere günstige Kredite angeboten. Also das war natürlich absolut gegen das Interesse der USA, die ein sehr großes Interesse daran hatten, dass die Sowjetunion zerbrach und dann dort neoliberale Schocktherapie durchgeführt wurde, was dann letztlich auch passiert ist. Falle Jugoslawiens, da hat man die einzelnen Teilrepubliken ja sogar durch angebotene IWF-Kredite, durch Finanzierung sogar dazu ermutigt, endlich aus Jugoslawien auszutreten, was dann in die Jugoslawienkriege gemündet ist. Also ähnliches Interesse hatte man natürlich auch in der Sowjetunion. Und all das, was wir heute eben jetzt durch zufällige Sprengung, ihr wisst ja, Putin hat ja die Leitung gesprengt, dass er damals alles schon gesagt, hey, da können wir aktiv sein. Und da glaube ich, dass es jemand in Übersicht gesagt hat, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen nicht, dass Deutschland zu mächtig wird, weil das ist ja das, was wir seit 100 Jahren verhindern wollen, wenn man sich das anschaut, was spätestens sei Brzezinski, wir wollen eigentlich kein Eigenleben auf der Eurasischen Platte. Von daher ist das für mich alles sehr, sehr plausibel. Und auch schon britische Außenpolitik. Also das nannte Großbritannien damals Gleichgewicht der Mächte, da Großbritannien nie so eine absolute Kontrolle über große Teile Europas hatte, wie es die USA jetzt, dass man zumindest in Kontinentaleuropa keine Macht entstehen lassen wollte, die so mächtig ist, um es mit Großbritannien aufzunehmen. Das war schon immer britische Politik und das haben die USA jetzt, nachdem sie die Briten als führende Weltmacht abgelöst haben, natürlich übernommen und perfektioniert. Also wenn man sich die Staaten in Westeuropa und auch in Osteuropa so anschaut, das sind ja mehr oder weniger amerikanische Vasallen. Die machen ja keine eigenständige Außenpolitik mehr. Und deswegen am Ende des Tages haben die Clowns in Action hier auf deutschem Boden die Finger im Spiel. Und es ist ja erstaunlich, obwohl es nicht erstaunlich ist, du hast ja gesagt, der Tagesspitzel, schöner Name übrigens, oder eben korruptiv. Oder Tagesstürmer. Tagesstürmer, dass die das alles, dass das bei den Deutschen immer noch fängt, als wenn der Erste und Zweite Weltkrieg mit ihnen dahingehend nichts zu tun gehabt
haben kann, dass das andere Deutsche gewesen sein müssen, die dann da gefallen sind. Das ist etwas, wo ich immer wieder denke, Propaganda scheint zu funktionieren und sie geht ja bis an unsere Universitäten und es reicht so weit, da sind wir wieder bei der Bundeswehr, das ist ja auch es gibt ja einen Verein Queer Bundeswehr, die auch für Cybersicherheit zuständig sind. Man glaubt es nicht, dass wahrscheinlich haben wir eine Regenbogenarmee und von dem möchte ich sagen, im Krieg wird nicht warm geschossen, sondern heiß. Das möchte ich an dieser Stelle empfehle ich dir ganz dringend die Ansprache einer amerikanischen Trans-Lieutenant Colonel der Space Force, also eine Weltraum-Oberstleutnantine, eigentlich ein Mann in Frauenkleidern, hält einen Vortrag über Queerness in der Armee. Herrlich. Wenn ich Putin wäre und das sehen würde, würde ich sagen. Mann in Frauenkleidern. Alleine dafür würden die Wokies Paul Brandenburg jetzt canceln, aber ich glaube, das ist ihm angesichts der ganzen Strafverfahren, die er schon hat, weil er irgendwelche Politiker angepasst hat, herzlich egal. Sofort angreifen. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Die haben ja auch bei Russia Today was gezeigt, wie eben ein ehemaliger Mann, der jetzt eine Frau ist, der wird der Panzer, das Fahrzeug mit so einem Einhorn geschmückt und dann wurde hat Bifang, er eine. Das ist Deutschland. Genau, und auch so ein und bunt und so, und er würde dann, als Mensch ist er begrüßt, ist alles super, ja, finde ich alles super, aber Krieg ist doch ein ganz klassisches Männerhandwerk, nämlich Menschen umbringen, das ist gut, dass Frauen das eigentlich nicht machen wollen, Frauen sollen Kinder auf die Welt bringen, weil Männer das nicht können, Männer können nur Menschen töten, das ist auch nicht ihre Idee, Menschen, also das ist alles Quatsch natürlich, ich bin dafür, dass wir davon komplett wegkommen, Menschen sollten überhaupt keine Menschen töten, aber das Tolle ist eben, dass dem dann noch untersagt, oder diesem queeren Cyber-Offizier, er möge sich außerhalb seines Dienstes doch ein bisschen soldatisch benehmen, weil er hatte, glaube ich, ein Instagram-Profil, wurde gesagt, er ist offen für alles und sucht Sex. Also das ist unsere Armee, da bin ich dann wieder dabei. No action, only talks. Aber Paul, ich glaube dir natürlich auch, wenn sie es selbst wüssten, dann könnte man es dann anfangen. Aber sie scheinen es nicht zu wissen, zu denken, wir sind total toll, weil sie zu viele Videospiele gesehen haben. Das geht aber, der Schuss geht nicht nach hinten los, der Schuss betrifft uns alle. Und da mache ich mir ernsthafte Sorgen. Stimmt, und ich stimme dir zumindest dazu, wenn die alle wie dieser Herr oder Frau Bifang in irgendwelche Glory Hole Gay Clubs gehen würden, da ihren Spaß hätten, wäre es erheblich harmloser und wäre ein sicherer Platz als mit diesen Pfeifen, die wir da sitzen hatten. Wir nehmen auf jeden Fall mit, wer von Hot Takes und Deep Dives quatscht, der gehört auf irgendwelche idiotischen amerikanischen Tech-Konferenzen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder zur deutschen Armee. Alle anderen schalten hoffentlich auch wieder bei uns ein nächste Woche oder hören sich andere freie Medien ein. Geht auf nachschlag.express und stimmt ab, welche deprimierende Schlagzeile diese Woche am härtesten traf, und wenn ihr da seid. Wie gesagt, denkt daran, freie Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Habt trotz allem. Schlagzeilen von Paul Brandenburg und Kevin Sofisiewicz gingen ja ineinander über. Ich würde sagen, ja, die haben beide gewonnen. Also, ich stimme ja hier gerade sowieso nicht ab, sondern ich bewerte live im Stream. Ihr könnt natürlich gerne auf nachschlag.express gehen und abstimmen, aber so, stimmt, die Folge ist ja sogar noch früh genug rausgekommen, als dass, wenn ihr das hier live im Stream seht, dass ihr dann abstimmen könnt. Wenn ihr das hier auf YouTube seht, dann ist es leider schon zu spät, dann könnt ihr nicht mehr abstimmen. Aber könnt es ja trotzdem für euch bewerten, welche Schlagzeile die Schlagzeile der Woche ist. Obwohl ich Bundeswehr einfach dumm auch einen besseren Slogan finde als No Action Only Talk. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war eine Reaktion auf die 22. Folge von Nachschlag. Ist ein Format, auf das man super gut reagieren kann, das muss ich wirklich sagen. Ich mag ja so Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen sowieso nicht, weil man da ja 5 Gäste hat, die die gleiche Meinung haben oder mal 4 Gäste, die gleiche Meinung haben und einen, der widerspricht und der wird dann von allen anderen Gästen zusammen mit dem Moderator fertig gemacht. Aber der Sendung hier hat zwar keiner eine Mainstream-Meinung, aber wäre sicherlich auch mal interessant, wenn man da so einen mal dazu kriegen würde. Aber ja. Ja, dafür sind dann andere Formate wie Fairtalk da. Obwohl dann die Leute, die quasi eine Meinung auf Mainstream-Kurs haben, dann da nicht zu Gast kommen, sondern da sagen, nee, mit denen will ich keinen Kontakt haben. Also, ja. Über das Elend der deutschen Talkshows könnte ich jetzt, glaube ich, ewig schimpfen. Das sind an sich schon super dumme Formate. Da ist das Format Nachschlag hier schon schlauer, wo jeder einfach ein Thema vorbereitet und dann jeder sagt, was er dazu denkt und die Zuschauer dann abstimmen können, welches Thema sie am wichtigsten finden. Aber in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.